Pass auf, ihr müsst euch vorstellen. Also, ich erzähle mal die gesamte Lebensmittelstory, pipapo, wie es passiert ist. Ich habe am Sonntagabend Hackfleisch gemacht mit Spinat. Mein gutes Hackinat. Super, super geiler, super geiles Gericht. Hackfleisch anbraten, Spinat dazu, vielleicht noch ein paar Zwiebelchen vorher klein geschnitten mit schmoren lassen. Dann den Spinat dazu. Dann kannst du machen Reis, kannst du machen Kartoffeln, kannst du machen Nudeln. So. Schmeckt auf jeden Fall richtig geil, stopft ordentlich und ist einfach nur lecker. Simpel gemacht. So, ich habe noch ein bisschen Sahne rangemacht. Bisschen Creme Fraiche, Muskatnuss, ne, die normalen Gewürze, alles gut. So, dann habe ich bei den Nudeln, hatte ich so 400, 420 oder 400 Gramm Nudeln und ich hatte sehr viel Spinat. Und dann habe ich gedacht, ey, machst du einfach für morgen direkt noch ein paar Nudeln, mit. Dann hast du, kannst du einfach so ein bisschen leicht aufwärmen. Und wir hatten irgendwann im Dezember, haben wir so Herzchennudeln geholt. Da haben wir uns so Herzchennudeln geholt. Und ich habe einfach gedacht, als alter Romantiker, packst du noch so ein paar Herzchennudeln da rein, sieht die Frau, denkt so, oh, geil, ist der Tag gerettet, du bist der Held. Ne? Ich habe hier sonst nichts zu sagen, da unten ist der Chef. So. Auf jeden Fall war meine Frau mit ihrer Mutter unterwegs und hat den Tag so ein bisschen Y-Food verköstigt. Ne? Ich bin Y-Food-Partner und wir haben von Y-Food haben wir hier Mango, Strawberry und Peach bekommen, also die neuen Sorten zum Probieren. Und meiner Frau schmecken die unwahrscheinlich gut. Ich mag die auch, aber ich kann mir die nicht jetzt jeden Tag irgendwie was weiß ich reinziehen. Nein, aber meine Frau hat sich davon eine ordentliche Dose reingezogen und ich glaube noch einen Riegel. So, die war auf jeden Fall gesättigt. Ich habe da nicht dran gedacht, habe gekocht. So, hier Schatz, hier ist deine Schüssel Essen. Wollte mir das Lob abholen. Meine Frau so mit der Gabel einmal rein. Ich kann gar nicht so viel essen. Ich habe gar keinen Hunger. Sowieso, ja, hier, ich habe Beifood. Blablabla. Ja, scheiße. Ne? Ich alles als Held des Tages, ne? Ich bin ja auch keiner, der dann sagt, komm, das Essen jetzt wieder da in den Topf werfen. Habe ich die beiden Schüsseln gegessen. So, noch ein bisschen gestreamt bis 2 Uhr. Alles klar, ins Bett gegangen. 3 Uhr nachts klopft mein Magen an. Schönen guten Tag. Bitte um eine Darmentleerung. Auf Toilette. Wusch. Und kennt ihr das, wenn das so diese Konsistenz hat? Also komplett flüssig. So, das ging dann so eine halbe Stunde am Klo. Da bist du schon froh, wenn du wieder, ich spare euch jetzt weitere Details, da bist du aber froh, wenn du durch bist. Dann kriegst du so wieder ins Bett, sagst du ja, okay, einmal geschissen, Feierabend, alles klar. Eine Stunde später klopft wieder an, ich wieder auf Toilette, wieder bawusch, aber dann klopfte es nicht nur unten an, auch noch oben. Hey, hier oben will auch noch was raus. Das heißt, du musst quasi auf der Toilette wechseln. Was schon sehr unangenehm ist, sind wir mal ganz ehrlich. Und du denkst, Alter, ich habe da jetzt gerade hier schon eben eine halbe Stunde plus jetzt nochmal 20 Minuten drauf gesessen, habe hier ordentlich was durchgelegt durch die Kanalisation. Was kommt denn hier oben noch alles raus? So, auf jeden Fall komplett Feierabend. So, ich zur Frau, ich so, boah, ich kann nicht mehr. Sie, was ist los, was ist los? Ne? Ich so, ey, mir geht's scheiße und dreckig. Bisschen gejammert. Natürlich dann auch Schweißausbrüche, ne? Das steht ja dann alles irgendwie durch. Schüttelfrost, Fieber, all der ganze Scheiß. Und vor allen Dingen auch noch so ein Schwächegefühl. Weißt du, wenn du halt mal eben 18 Liter da ins Klo jagst, ist einfach mal komplett Feierabend. Einmal hatte ich da zu dem Zeitpunkt, ist ja nicht so, dass ich sage, hey Schatz, kannst du mir mal eben kurz einen Eimer holen? Oder dass der Eimer mal gemütlich nehme im Klo. Wenn ich hier unseren kleinen Kosmetikeimer nehme, der wäre aber innerhalb von 13 Sekunden mal Oberkante gewesen. Da wäre aber der Tropfen über den heißen Stein aber mal ganz schnell rüber gewesen. Auf jeden Fall, alles gut, ich mich wieder hingelegt. So. Dann ging das noch ein paar Mal auf Toilette, erspare euch jetzt da die Details, ihr habt jetzt alle Infos bekommen. Und dann kam meine Freundin an, ja, ne, hier, und was willst du essen? Ich so, ich will nichts essen, bin durch. Durch, sag meiner Familie, dass ich sie liebe. Ne, also wir Männer sind ja kurz vorm Sterben, auch zu Recht. Die Mutter kommt, ich trinke mir eine gemütliche Cola, beziehungsweise auch, was habe ich gedrückt, Ginger Ale, weil ich einfach so ein bisschen Zucker brauchte. Ich habe vorher, 1,5 Liter Wasser getrunken und dann habe ich so ein, einfach mir eine Flasche Ginger Ale geholt, einfach um ein bisschen Geschmack zu bekommen, weil ich ja nichts gegessen habe. Auf dem Stuhl, das ist aber nicht gut für dich, so Augen, weißt du, schon, ja, einfach, ich hatte noch nicht mal Kraft zu... Einfach zu sagen, ich möchte aber jetzt ein bisschen Geschmack. Ich habe einfach zugedreht, einfach hingestellt, einfach gesagt, gut, reicht. Herzchen kotzen ist auch irgendwie süß, das stimmt. Auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, versucht zu pennen, Schüttelfrost, Schweißausbrüche, gestunken wie ein Berber, weil du einfach, was weiß ich, keine Ahnung, darf man das überhaupt noch heutzutage sagen? Ich glaube eigentlich nicht. Also fett gestunken, weil du halt einfach nichts kannst. Duschen hätte ich auch nicht geschafft. Wir haben keine Badewanne, wo man mich einfach reinlegen kann, die 2,1 Meter groß ist, wo meine Frau mich einfach mit dem Kercher durchklatschen kann. Auf jeden Fall
gewechselt zwischen Schlafzimmer und Couch. Meiste Zeit im Schlafzimmer gewesen. Und dann kommt meine Frau abends: Möchtest du auch was essen? Ich so: Nee, aber iss bitte nicht den Spinat oder das Hackfleisch, das muss irgendwie schlecht gewesen sein. Ja, habe ich schon weggeworfen. Normalerweise bin ich auch der Koch bei uns. So. Meine Frau hat sich dann die Nudeln gemacht und hat sich so eine Pasta, so eine Bolognese-Soße darauf gemacht. Ne, so ein ganz normales, was hier so ein Barilla und hast nicht gesehen. 3 Stunden später war die Frau im Klo. Jetzt muss man dazu sagen, meine Frau hat einen großen Segen. Na, Lotti Carotti, du hast eben geschrieben, meine Frau ist eine sehr schöne, hübsche Frau, beziehungsweise auch noch sehr schlank, was ein Wunder ist. Wenn du siehst, was diese Frau da unten verdrückt, was diese Frau essen kann, das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Was war dein Rekord, was du hier. Ey, mein Opa wurde 90 am Samstag. Mein Opa wurde 90 und es gab Gulasch. Meine Frau ein Gulasch gegessen, ordentlich Portion Nudeln, Gulasch. Ne? Wir haben gerade den Gulasch auf, ne? Bis hier stand der, bis hier, bis an der Kante. Dann hat meine Frau gesehen, dass es in dem Kühlschrank Butterkuchen war. Aber nicht irgendein Butterkuchen, sondern so ein Remmel, weißt du? Also der war locker 15 cm hoch. Kann ich davon noch ein Stück Butterkuchen haben? Auf jeden Fall habe ich hier ein Stück, so ein ordentliches Dreieck, 15 cm hoch. Und ich sehe ihren Blick und sie guckt mich an und ich wusste einfach, hier war es einfach, weil erste Mal so ein bisschen in der Familie. Und da sagte einer: Du bist aber verfressen. Gut, meine Familie ist halt sehr direkt. Ja, und meine Frau: Ich wollte gar nichts mehr fragen, ob ich noch irgendwie was zu essen haben könnte. Ich hatte noch so Hunger auf noch ein Törtchen. Ja. Stunde später, wir nach McDonald's, 6er Chicken McNuggets, eine Pommes und ein Milchshake. Nee, und ein Eis. Zu Hause, was gab es zu Hause dann? Zu Hause dann Cornflakes. Wenn ich das essen würde, ne, ich würde 290 Kilo wiegen bis morgen. Einfach Kirby. Ist wirklich so. Das geht einfach da. So. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn sie auf Toilette, die geht halt 5-mal am Tag auf Toilette, das ist halt ein Durchlauferhitzer. Ne? Da ist halt bei mir, das fällt runter. Dann kommt das in den Magen und dann hängt der Magen da. So, du bleibst hier erstmal einen Tag. Hier einmal am Tag scheißen. Morgens früh, zack, fertig ist das durch. So, bei meiner Frau, das geht da rein, das wird. Geht direkt wie so ein Schredder. Und direkt. Pff. Wenn sie gegessen hat, eine halbe Stunde später geht ihr um Klo. Das geht da einfach, das wird einmal kurz warm gemacht und dann wieder, zack, raus damit. Würstchenfabrik, wirklich, ist so. So. Auf jeden Fall. Meine Frau kriegt den Scheiß. Und ich bin ja auch noch, ich liege da auf der Couch und hänge so und denke übers Leben nach. Weißt du, wie schön es war, das mit euch erlebt zu haben, was ich meinen Kindern hätte sagen würden am Sterbebett und alles Mögliche. Gehst einfach so durch den Kopf, was du alles, ne, warum du keinen Straßennamen irgendwie nach dir genannt hast und alles Mögliche. Und sitzt da einfach nur: Oh, ich wollte noch mal tauchen gehen. Oh, ich hätte das gerne noch mal gemacht. Machu Picchu wollte ich mit der Frau erleben. Oh, so. Dann kommt die Frau an. Mir ist auch scheiße. Nee, die Arme, wie gemeint, sie sitzt hier unten und lacht. Die hört hier gerade zu. Ne, also. Wir sind auch 4 Jahre zusammen, also da kann man schon so ein bisschen von Liebe sprechen. Wir haben den ganzen Kindergarten durch. So, auf jeden Fall. Meine Frau kommt: Oh, mir geht's nicht so gut, mir geht's nicht so gut. Ich so: Ja, dann ab auf Toilette. Ja, meinst du? Jalla! So, sie auf Toilette. Oh, schön, oh. Meine Frau ist auch so eine. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Wenn ihr vergeben seid, schreibt mal eine 1 in den Chat. Wenn ihr Single seid, eine 2. Wenn ihr vergeben seid, also die Leute, die eine 1 in den Chat schreiben, scheißt ihr bei offener Tür eine 3 in den Chat, bei geschlossener Tür eine 4 in den Chat. 1,5 ist sehr geil, Eishai. Was ist ein 1,5? Mit Option oder was? Also ich bin die Person, ich scheiße mit geschlossener Tür. Ich bin sogar auch noch einer, der abschließt. Ich abschließt. Ich bin noch einer, ich schließe noch gerne mal die Tür ab. Ich möchte so ein bisschen Privatsphäre haben. So ein bisschen Ruhe. Na, so einfach für mich, keine Ahnung. Ist irgendwie so. Meine Frau, da ist alles sperrangelweit offen und hast nicht gesehen: Hey, kannst du mal hier kurz kommen? Ich bin gerade kacken. So, da ist alles so. Genau, ich will gerne allein sein. Einfach so für mich in Ruhe. Ich habe keine Geheimnisse oder so, ich weiß alles von mir. Aber einfach so dieses, meine Wohlfühloase, mein kleiner Ort, entspannt. Meine Frau war kacken.
Ich habe alles sehen können von der Couch, im Sterben, im Delirium und auch riechen können. Na, weil ich hatte ja freien Blick Richtung Toilette. Und das Schöne ist natürlich auch, wenn die Balkontür auf ist, das will ja auch rausziehen, der Dampf. Na, schön hängst du da und du kriegst diesen Durchfallgeruch schön noch in die Nase. So. Meine Frau kommt raus, setzt sich wieder neben mich, ich so, danke schön, dass du die Toilette zugemacht hast. So. Dann kam sie raus, alles klar, ich mach die Tür wieder zu, geht zur Tür zurück und merkt, dass sie kotzen muss. Schatz, ich muss kotzen. Und steht so vor mir. Und ich denke mir, geh! Nutze die Zeit! Carpe diem, hör mal! Jalla! Geh! Und sie schon. So. Geht noch 3 Meter, macht die Tür auf. Und ich denke mir, scheiße. Jetzt muss ich die Kacke, weil natürlich hast du dann halt auch diesen Punkt, derjenige, der am gesündesten ist auf der Tabelle, der muss dann halt sauber machen. So, und ich sehe nur einfach, wie das da rauskommt, wusch. Und ich dachte mir, nein, ich sag, wir können neu streichen. Gott sei Dank, drauf ist, Gott sei Dank, nur der Türrahmen und der Boden. Bin 15 Jahre verheiratet, einer kackt, der andere putzt die Zähne, so schaut's aus. So. Dann hängt sie auf jeden Fall am Klo. Schatz, Schatz. Und ich sehe nur einfach diese Hürden, weißt du? Weil du kriegst ja auch, wenn du fertig bist, mit 2,1 Meter, 190 Kilo auf 160 Kilo am Palast, kriegst du ja auch nicht jetzt die Füße gerade. Du bist ja fertig. Kannst ja nicht mal eben kurz hier den Reinhold Messer machen und da über die Kotze rüberklettern und alles Mögliche, ne? So, auf jeden Fall ist so, ja, scheiße. So. Geguckt, wo haben wir hier, womit können wir die Scheiße sauber machen? Kleenex geholt, hier Reinigungstücher geholt, Schwamm geholt, alles Mögliche. Was macht meine Frau zwischendurch? Durchfall am Klo, sitzt da schön, die Kotze hier schön unter der Türschwelle, alles. Und ich komme da rein und guck, Kotze ist Endgegner, ohne Scheiß. Oder auch warmer Scheißgeruch. Weißt du, als wir damals den Hund hatten und der hat ins Wohnzimmer gekackt und ich guck so darüber und du merkst einfach so, oh, das ist einfach so, das ist wirklich so, dieses, das ist so widerwärtig. So, was weiß ich, so ein fester Schiss oder so, drauf geschissen, weißt du, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so ein warmer Durchfallgeruch oder Kotzgeruch. So, ich auf jeden Fall, dann auch noch natürlich mit Fieber, mit Schüttelfrost, komm dann da mit den Reinigungsmitteln an, wisch die Kacke da weg, sie am Scheißen nebenbei. So, dann, alles klar, ich noch hier irgendwie hol noch einen Müllbeutel, wo wir die ganzen Sabrali direkt reinwerfen und pipapo. So, meine Frau hat fertig geschissen, geht ans Waschbecken, will sich die Hände ins Waschbecken rein. Ich so, ey Schatz, mach doch in die Toilette. Da, und ich denke nur so, ah, scheiße. Und ich sehe einfach nur, wie dieser Stöpsel da unten mit Nudeln verstopft wird. Und ich denke, nein. So. Natürlich ist es scheiße, wenn du kackst und musst dann da reindrotzen. Reinkotzen. Schön durchs Sieb drücken. Boah, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Ich muss sagen, Kotzen ist befreiend. Es ging mir nach dem Kotzen besser. Das stimmt schon. Das Kotzen an sich war ekelhaft, aber übrigens, ihr seid richtige perverse Schweine, die euch das alle jetzt gerade anhört. Ne? Ihr seid die richtige. Weißt du, normalerweise sagst du, boah, es ist mir zu ekelhaft und scheiße aus. Aber ihr seid jetzt gerade die ekelhaften. So. Auf jeden Fall dann erstmal die ganze Kacke da sauber gemacht, den ganzen Punkt. Dann hat sie gerade ins Waschbecken fertig geschissen. Und sie geht wieder auf Toilette und wieder. Pfup. Ey, ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte einen Tag nur Scheiß und Kotzgeruch in der Nase, weil hier alles gestunken hat. Es hing so, als hätten wir 5 Kinder gehabt oder sowas. Nee. Ah ja, genau. So, dann haben wir die ganzen Kleenex-Dinger von allem Möglichen. Alles, was war, haben wir in diese
in dieses Ding, da war noch irgendein Lappen beschissen, draufgeschissen, wird nicht geputzt, da wird einfach, wir haben die Kohle einfach rein damit, danke für eure Subs, na, einfach den Lappen genommen, da reingeworfen, Knoten drin, ich den meiner Frau gegeben, hab dann hier noch sauber gemacht. Wo legt meine Frau den hin? Vor die Balkontür. Ich leg mich auf die Couch, im Sterben nahe, wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, es hat sich wie Corona angeführt, wie Corona, so immer noch, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ich habe gestern einen Kasten hochgehoben oder die Spülmaschine ausgeräumt, ich habe eben die Spülmaschine ausgeräumt, ich habe gedacht, ich bin, was weiß ich, keine Ahnung, in 12. Stock gelaufen, weil ich einfach keine Luft mehr bekomme. Auf jeden Fall, ich hänge auf der Couch. Was riecht das hier so nach Scheiße? Was riecht das hier so nach Kotz? Das kann doch nicht sein. So geguckt, kommst daher, bist du das irgendwie nochmal so die Hände, Augen zu gehabt die ganze Zeit, ne? Nee, Madame hat den Scheißbeutel direkt vor die Balkontür gelegt. Schön den Beutel vor der Tür, ne? Alter Finne. Das war meine letzten Tage. Das war mein Montag, Dienstag, Mittwoch. Du hast wirklich schlimm gekotzt, ja. Armes Puppi, ich nicht. Nö, ich habe nicht schlimm gekotzt. Bei mir war richtig entspannt. Ich habe richtig gekotzt. Das war richtig eine Augen, eine Gaumenfreude war das.